Das politische Tagesgespräch bei Phoenix heute mit Jürgen Trittin, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Tag in die Hauptstadt, Herr Trittin. Guten Morgen, Herr Fittkau. Der russische Außenminister Sergej Lavrov droht mehr oder weniger unverhohlen mit dem Dritten Weltkrieg. Jedenfalls hat er sich entsprechend in einem Fernsehinterview gestern im russischen Fernsehen geäußert. Inwieweit beeindruckt Sie das? Ich halte das für etwas, wo im Anflug des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres erstmal Position bezogen wird. Ich glaube, dass das Bemühen gerade des UN-Generalsekretärs, zumindest in einem ersten Schritt zu einem humanitären Waffenstillstand zu kommen, die ermöglicht, Zivilisten zu evakuieren, beispielsweise auch aus Mariupol, dass diese Bemühungen alle Unterstützung verdienen. Nun ist ja aus der Ukraine an Guterres deutlich Kritik geäußert worden, weil er, Guterres, ja erst nach Moskau reist und dann im Anschluss nach Kiew. Inwieweit ist diese Kritik aus der Ukraine berechtigt? Ich halte es für klug, genau diesen Vermittlungsversuch zu machen. Und dass Guterres an dieser Stelle sagt, ich reise erstmal zu dem Angreifer, daran kann ich nichts Kritisches sehen, weil das ist der Erste, an den eine Forderung zu richten ist. Gut, vor dieser heute stattfindenden Konferenz in Ramstein, auf die Sie ja sicher auch mit Spannung schauen, da soll es ja um die militärische Unterstützung der Ukraine gehen. 40 Länder sind eingeladen, auch Deutschland wird daran teilnehmen, also die Verteidigungsministerin. Und jetzt kommt gerade die Meldung, dass Deutschland offenbar bereit ist, Gepard-Panzer in die Ukraine zu liefern. Wissen Sie schon etwas über diese Entscheidung, Herr Trittin? Wir sind innerhalb der Koalition der festen Überzeugung, dass wir alles dafür tun müssen, was wir können, ohne Kriegspartei zu werden, ohne die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und unsere Aufgaben innerhalb der NATO zu vernachlässigen, die Ukraine zu stärken, damit es nicht zu einem militärischen Durchmarsch von Russland kommt. Dafür haben wir Verfahren entwickelt, beispielsweise die des Ringtausches um Material, die andere Länder zur Verfügung haben, die in der Ukraine ohne Vorausbildung und mit einer existierenden Logistikkette eingesetzt werden können, tatsächlich einzusetzen. Das werden wir im Übrigen auch in einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen im Bundestag bekennen. Und dazu gehört auch zu prüfen, ob es weitere Dinge gibt, die tatsächlich auf den Weg gebracht werden können, wie etwa solche Panzer. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich Sie da richtig verstehe, Sie wären auch dafür, direkte Lieferungen, da gibt es noch ja weitere Angebote aus der deutschen Industrie, also direkte Lieferungen an die Ukraine, würden Sie zustimmen? Sehen Sie, es geht nicht um direkt oder indirekt. Es geht darum, dass die Ukraine gestärkt werden muss in ihren militärischen Kapazitäten. Es geht dabei aber auch darum, dass die Verteidigungsfähigkeit und die zusätzlichen Aufgaben, die Deutschland hat, als übrigens stärkster Truppensteller im Rahmen der NATO Response Force, sind wir nun mal, dass diese Aufgaben gerade wegen der Drohungen, die es aus Russland gibt, nicht vernachlässigt werden dürfen. Und dafür ist das vorherrschende Modell, das Modell eines Ringtausches, dass altes sowjetisches Material von Verbündeten geliefert wird. Und wir versuchen, dieses mit anderem Material aufzufüllen. Jetzt scheint es ja so zu sein in der Ampelkoalition, dass die Grünen Ministerinnen und Minister ja da sehr offen sind für auch direkte Waffenlieferungen. Auch vor allem Frau Baerbock äußert sich ja dahingehend. Aber bei den Sozialdemokraten wird ja da unglaublich gemauert. Frau Esken gestern wieder in einer Pressekonferenz und Rolf Mützenich, der Fraktionschef, hat soeben im Morgenmagazin der ARD gesagt, er findet die Diskussion militaristisch. Warum sind da die Sozialdemokraten so hart, was die Unterstützung der Ukraine angeht? Ich glaube nicht, dass die Sozialdemokraten sich der Unterstützung der Ukraine verweigern. Ganz im Gegenteil. Deutschland hatte unter einem sozialdemokratischen Kanzler Rüstungslieferungen freigegeben, die, solange die CDU regierte, Frau Merkel Kanzlerin war,
überhaupt keine Chance hatten, geliefert zu werden. Also wenn nun gerade aus der Ecke von Herrn Merz und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Kritik kommt, dann kann ich nur sagen, fasst euch an die eigene Nase. Diese Koalition hat aktiv, übrigens auch mit Waffen, aber insbesondere natürlich auch dadurch, dass wir rund ein Drittel der 1,5 Milliarden Waffenlieferungen der Europäischen Union aus Deutschland bezahlen, mehr getan als Frau Merkel in den 16 Jahren zusammen. Und das ist der Weg, den diese Koalition gemeinsam geht. Sie tut das in Verantwortung. Weil Verantwortung heißt, wir müssen die Ukraine unterstützen, aber wir müssen das so gestalten, dass unsere Verteidigungsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird und dass wir nicht selber zur Kriegspartei gegenüber Russland werden und auch die NATO nicht. Friedrich Merz hat ja eingeräumt, dass es da Versäumnisse auch bei der Union in der langen Regierungszeit der Union gegeben hat, mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit vor allem auch des Landes, auf den Zustand der Bundeswehr. Aber trotzdem noch mal die Nachfrage, Herr Trittin. Mützenich sagt, die Diskussion sei zu, Zitat, militaristisch. Das ist doch überhaupt nicht Stand der Dinge, oder? Ich glaube, dass die Bundesregierung eine andere Politik gewählt hat. Die Bundesregierung hat klargemacht, wir wollen, dass es eine politische Lösung und eine möglichst schnelle Beendigung der Kampfhandlungen gibt. Aber dafür ist es auch notwendig, die ukrainischen Militärs so zu ertüchtigen, dass sie nicht überrannt werden können. Dieses ist aber nach wie vor für unsere Haltung das Primat der Politik. Nur um dieses Primat der Politik durchzusetzen, bedarf es einer stärkeren Unterstützung der Ukraine. Ihre Parteifreundin, die grüne Außenministerin Annalena Baerbock, hat gestern sehr scharf auf die Ausweisung von 40 deutschen Diplomaten aus Russland reagiert. Mit Blick auf die Diplomaten, die Deutschland zuvor ausgewiesen hat, nämlich auch 40 an der Zahl, sagt sie so ungefähr inhaltlich, diese seien sowieso Spione über Jahre gewesen und haben mit dem diplomatischen Dienst nichts zu tun gehabt. Herr Trittin, jetzt frage ich mich, und viele Bürger fragen sich das auch, warum ist denn eigentlich ein Krieg erst notwendig, um so eine klare Position bezüglich der Spione Russlands in Deutschland zu beziehen? Ich glaube, dass wir an der Stelle wissen müssen, dass in den Vertretungen verschiedener Länder, das sind nicht nur Russen, immer Individuen dabei sind, die nicht dem diplomatischen, sondern dem Spionagegewerbe verpflichtet sind. Zum Teil sind die auch offiziell als solche anerkannt. Wenn dann eine bestimmte Grenze überschritten wird, und diese Diplomaten haben viele Grenzen überschritten, unter anderem indem sie ukrainische Flüchtlinge hier bedroht haben, dann muss man daraus auch Konsequenzen ziehen. Das hat Annalena Baerbock mit der gebotenen Klarheit und Nachdrücklichkeit getan. Jürgen Trittin war das, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses der Grünen. Ich sage vielen Dank für Ihre Erläuterungen und danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Fittger. Einen schönen Tag.